Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es mal wieder eine Sache, die ich vor ein paar Wochen, ein paar Monaten gemacht habe. Und zwar ein paar vegane Restaurants testen, ein paar Foodsachen testen, euch dabei mitnehmen und die Sachen dann auch bewerten. Und ich würde sagen, lange labern, wisst ihr, gibt es bei mir nicht. Deswegen fangen wir an mit dem Video. Bis gleich. Als erstes gehen wir zur Jojo Food World oder Jojo, ich bin mir da nicht ganz sicher. Da gibt es Burger, Pommes, Pizza, verschiedene Gyros-Sachen, Wraps, also wirklich eine richtige Bandbreite an Sachen. Heute werden wir mal uns eine kleine Gyros-Pfanne holen. Dazu hatte ich einen TikTok gesehen und ich fand es sehr interessant. Aufgrund von ein, zwei Sachen konnte ich leider keine Audio da aufnehmen, denn es waren Punkt 1 sehr viele Menschen da, Punkt 2 es war auch ein bisschen windig. Ich weiß nicht, ob das dann was geworden wäre mit der Audio. Deswegen jetzt hier. Ich muss sagen, der kleine, in Anführungszeichen, Gyros-Teller war auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Verschiedenste Arten von Salat. Da war wirklich ganz, ganz viel dabei. Ich muss auch sagen, die Pommes haben mir schon sehr gut geschmeckt. Also man hat ja manchmal so eine Fail-Pommes, wo man sich denkt, na super, die hätte man sich sparen können, das hätte man lassen können. Aber die waren auf jeden Fall richtig gut. Das Gyros-Fleisch war an sich von der Konsistenz her ganz gut, geschmacklich auch okay. War mir ein Ticken zu süß und es war so, dass es so ein bisschen, ja, muss wahrscheinlich so sein. Mein Flavor ist es bei so einem Fleisch nicht, dass es so ein bisschen ein, zwei so schwarze Stellen hatte, also sehr doll angebraten wurde. Für Berlin, für den Preis, für die Menge auf jeden Fall. Top. Habe ich mir gedacht, gehen wir zu Round and Edgy und werden da mal entweder einen Cookie oder den berühmt-berüchtigten, auf TikTok bekannten Bananen-Karamell-Pudding testen. Und probieren. Ich hoffe, wir bekommen den. Und da würde ich sagen, komm mit. Ich kann nur sagen, es war so lecker. Ich war auch richtig überrascht. Und dass das vegan ist, konnte ich eigentlich fast gar nicht glauben. Meine Bewertung dahingehend fällt auch positiv aus. Und zwar 5 von 5 Sternen. Und es geht auch direkt weiter zum nächsten Spot. Ich bin jetzt einmal nach Hause gegangen, denn jetzt wird das Essen weiter getestet. Ich werde euch nochmal close-up ein bisschen was zeigen, denn ich habe mal wieder unterwegs keinen perfekten Platz gefunden, um es da zu testen. Habe aber natürlich schon mal probiert, wie ihr es gerade gesehen habt. Und ich würde sagen, jetzt kommt die richtige Bewertung. Erstmal auspacken. Ich muss sagen, das ist hammermäßig eingepackt. Also das ist hier mit so einem richtig festen Papier. Alufolie gefühlt 5-mal rumgewickelt. Es ist nichts unten rausgelaufen, auch als die Packung schon auf war. Also, wir haben es jetzt einmal hier unwrapped. Ein dickerer Teig, was auf jeden Fall schon mal gut ist. Wir können einmal aufklappen. So sieht es innen aus.
Ich glaube, das ist so entweder Tofu in ganz, ganz dünnen Scheiben gewürzt und angebraten, geräuchert, wie auch immer. Und noch ein anderes veganes Fleisch dazu. Oder das ist das. Weil man sieht hier im oberen Teil ganz deutlich, dass es Tofu ist. Oder auf jeden Fall Tofu-ähnlich. Hier unten sehen die Fleischstücke aber ein bisschen anders aus. Das Brot außen ganz, ganz weich. Finde ich auf jeden Fall schon mal stark. Der Salat ist relativ klein geschnitten. Also man hat gar nicht so wie bei einem Döner oder so, was man manchmal hat, dass es viel zu riesige Stücken sind. Man sieht auch hier nochmal ganz deutlich, es ist tatsächlich auch mehr Fleisch als Soße. Ich meinte natürlich gerade Salat und nicht Soße. Es ist aber keineswegs trocken oder sonst was. Salat an sich und dann nochmal die Soße. Ich weiß gar nicht, was hier für eine Soße überhaupt ist. Man kriegt die auch nur wirklich nebenbei mit. Aber wenn ihr Experten und Kenner seid, wisst ihr, ist ein Döner sehr, 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 sehr gut, braucht man an sich keine Soße. Weil das geschmacklich schon so ausreicht. Beim Fleisch hat man auch hin und wieder so einen, ja, speckähnlichen Geschmack, würde ich mal sagen. Aber ich glaube tatsächlich wirklich, dass es zwei verschiedene Fleischarten sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Tofu und das andere Seitan ist. Die Soße ist so eine, ja, Kräutersoße, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, kommen wir jetzt einmal zum Fazit von dem veganen Dürüm. Und ich würde sagen, also der Teig, schon mal sehr gut, ganz andere Variante, viel dicker als man es sonst kennt, aber trotzdem sehr weich und gut zu essen, also überhaupt nicht zäh oder irgendwie sonstiges. Fleisch, tatsächlich auch sehr viel drin, was ich sonst immer nicht so kenne bei veganen Sachen, da ist dann meistens eher Hälfte, Hälfte oder manchmal sogar weniger Fleisch, weil es entsprechend auch teurer ist meistens. War jetzt hier nicht der Fall, da war es andersrum, fand ich an sich nicht schlecht. Man hätte ein bisschen mehr Salat tatsächlich aber doch reinmachen können, denn ja, auch wenn es ein Dürüm ist, nur so ein Fleisch so zu essen, ist persönlich nicht meins. Wer es feiert, auf jeden Fall, dann top Empfehlung. Soße, wie gesagt, so eine kräuterähnliche Soße, man hat sie nebenbei immer geschmeckt, aber es war nicht richtig, dass du die Soße auch richtig gesehen hast. Sondern die war so ein bisschen hier und da und nicht wie bei einem, sag ich jetzt mal, Standarddönerladen. Deswegen würde ich jetzt in dem Fall, und ich habe mir jetzt noch nicht so viele vegane Döner, Dürüms oder sonst was in die Richtung gegessen. Trotzdem wären es aus meiner Sicht 3 Punkte. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht probiert ihr mal das ein oder andere aus. Abonniert den Channel, wenn ihr mich unterstützen wollt. Das Abo ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal.